Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, es wurde schon gesagt und es wird wahrscheinlich auch weiterhin so sein, die Leitungen hier raus reichen nicht aus. Das müssten 5 sein, wurde mir gesagt. Ich habe jetzt erstmal 4, weil hier wird wohl mehr produziert, als dass da eben das mit denen dort raus kann. So, hier wird ja noch ein bisschen von dem Gas gerade produziert, was hier reingeht, für die 30, die ich ja eigentlich haben will. Also da ist es ja jetzt hier auch so top, das ist ja viel zu viel. Und ich reichen mir hier unten die 24 plus 3 würden mir ja ausreichen. Ich brauche ja nur 27 gesamt, um erstmal so viel Säure herzustellen, wie ich wirklich auch gerne hätte. So, ja, hier haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, wie kriege ich das hier sauber sozusagen drin verteilt. Ich würde es erstmal ganz gerne so verteilen wollen. Und ich habe nun leider Gottes 6 Tanks hier. Ich kann nicht das, also ich meine, ich könnte das jetzt ganz blöd, könnte ich das natürlich so verknüpfen und hier so verknüpfen und da so, und dann hätte ich 4 Tanks, ne? Aber das sieht ja wirklich, das sieht ja wirklich bescheuert aus. Dann hätte ich 4 Tanks, ne? Aber irgendwie nicht Sinn und Zweck der Angelegenheit, ne? Naja. Gut. Aber es würde funktionieren, sagen wir mal so. Also es hätte durchaus Möglichkeiten oder beziehungsweise geringfügige Möglichkeiten, sogar sauber zu funktionieren. Aber wir könnten das so machen, dass wir es hier raussaugen. Und einfach immer vollgasmäßig quasi in die Richtung geben, wo wir es denn nicht brauchen. So, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt von hier darüber, dahin, daran. So, und die Pumpe sollte das dann in die Richtung drücken dort. Jetzt natürlich hier oben noch Pumpen dazwischen stellen. Ist nicht im keinsten Maßen optimal. Das bin ich mir durchaus bewusst. So, jetzt eigentlich an hier oder ist der aus? Aus, ich mache den mal an. Gucken, ob der denn hier irgendwas anfordert, aber es ist kein Netz. Oxygen gefunden. So, hier wird die Addition. Achso, genau. Kommentar zu diesem, welches Netzwerk muss es denn sein? Addition natürlich. Und da war halt eben wirklich kopiert, ne? Das ist Netzwerk 3, das muss natürlich Netzwerk 20 heißen, da an der Stelle dann in dem Kommentar. Und hier müssten wir dann, glaube ich, aber auch egal, ich lasse es erstmal so. Aber da muss ich gleich nochmal gucken, welche Netze das genau sind. Das ist, glaube ich, 1 und 2. Von daher, gut, da kommen wir noch drauf. Klar, so, dann müssen wir jetzt hier gucken, dass wir hier den zweiten sozusagen hier auch ausmanövriert kriegen. Und sozusagen das Material dorthin, wo wir es brauchen. So, das heißt, ich bräuchte jetzt hier sozusagen einen Durchgang, der hier springt, dahin, der dann quasi von hier nach da sie geht und von da nach hier sie. Und dann so und so. Und so. Turnables. Habe ich keine mehr? Ich glaube, ich keine mehr. Ah, da sind noch ein paar. Irgendwo sind hier immer welche. So. Also, ich, ja. Also, mit der bin ich nicht ganz erlaubt. Essen ist sowieso alles hier irgendwie bloß eine halbe Krücke. Der das in die Richtung drückt. Das quasi da, alles was hier mehr als 80% ist, hier in den Tank ran geht und kann dann von da aus wieder dahin gehen, aber ne, dann ist das hier gepuffert und ja, wie gesagt, sollte da so ein bisschen Kreislauf geben. Hier oben wird sogar noch vereinzelt produziert jetzt. Das finde ich sehr angenehm. So, angenehm, mein Name ist Fischer. So. Naja, gut, okay, habe ich jetzt die 80% Ventil auch zu wenig. Das war ja auch wieder klar. Konnte ja wieder gar nicht anders sein.
So. Dann brauche ich jetzt hier sozusagen die... Habt ihr irgendwie nicht. So, dann da lang. Da lang. So da durch. So. Und du gehst dann wieder hier durch. Dahin von mir aus. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So, dann gehst du so und so. So. Dann das 80% Ventil und dann den da dran, den da dran, den da dran, was da dran. Da dran. Da dran. Darf in die Richtung rauslaufen. Material dahin bringen. Gut. Knut. So, dann müssen wir hier mal ganz kurz ein bisschen diese Pumpe dran. Und hier müssen wir dann da runterirdisch hochgehen. Hier rüber gehen. Da dran gehen. Wer hätte denn das gedacht? Steht er im Weg? Er steht einfach im Weg. Naja. Dann muss ich das da vorne verteilen. Das sollte ja auch kein Problem sein. So. Verteuert sich meine Bremse. So. Gut. Dann sollte jetzt hier eigentlich alles voll sein, ne? Alles klar. Jetzt muss hier nur noch Gas angeliefert werden und dann, dass das hier richtig schön abläuft und durchläuft und ach, was auch immer damit passieren kann. Und dann sollte eigentlich jetzt die Sulfodioxin Gasherstellung hier zumindest einigermaßen funktionieren, beziehungsweise zumindest das liefern, was wir liefern wollen. Alles, was zu viel ist, geht erstmal hier rein. Das verteilt sich da. Wenn hier über 80% ist, glaube ich, war der nicht mehr. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich dann hier die anderen vier aufbauen. Die liefern jeweils dann in einem anderen, in eine andere Etage hinein. Was? Hier unten verbrenne ich jetzt gerade das ganze Nitrogen bis auf 80%. Müssten wir theoretisch hier aufmachen, dass wir dann da bis 80% verbrennen. Beziehungsweise, dass wir dann hier die Produktion einstellen, wenn beide auf 80% oder ähnliches gerade laufen. Oder knapp drunter sind für 75%, dass die dann halt eben hier oben dann die Dinger nicht mehr betätigen. Sonst würde das ja die ganze Zeit hier produzieren, damit das hier verbrennt. Ist ja auch Quark mit Soße. So. Kommen wir noch zu noch was völlig anderem. Kommen wir nämlich zu dem, was ich mir geleistet habe. Ich habe mir nämlich eine Switch jetzt geleistet. Weil ich mal, ja, keine Ahnung. Also ich habe so ein bisschen Bewegungsdrang und ich möchte den ganz gerne irgendwie befriedigen. Klingt jetzt so falsch, ne? Aber im Grunde ist es genau das. Also ich möchte mich ein bisschen mehr bewegen und ja, da kommt es dann halt eben mal ganz günstig, wenn man dann vielleicht auch die ein oder andere Gerätschaft hat, die einen dabei ein bisschen entertaint und ein bisschen mehr Spaß macht bei der Sache. Ist jetzt alles nicht ganz so höchst modern und wichtig, aber ja, für mich dann doch schon irgendwie, weil ich gerne hab da so den ein oder anderen Grund, warum ich vielleicht eventuell mal ein bisschen weniger sein sollte im Gesamtvolumen. So. Um das jetzt
so höflich wie möglich auszudrücken und nicht zu sagen, ich bin fett. So, ja, aber dick. Fett bin ich nicht. Dick bin ich. Ja, fett. Gut, dann rechnen wir jetzt ganz kurz mal das Verhältnis aus zwischen diesen beiden Produktionsstätten. 27 zu 18 heißt, das ist 9, das ist auch in 9 teilbar. Das ist eine 3, das ist eine 2, die dann am Ende rauskommt. Das heißt, wenn ich hier von 3 gebaut habe, muss ich davon mindestens 2 bauen. Ha, das ist ja easy. Doch easy. So, ausdruckslos gucken. Das heißt, ich habe hier unten pro Seite 12, 24, 48, 96 von den Teilen. Das Ganze teilen wir durch 3 und rechnen es mal 2. Da kommen wir auf 32, 64. Und somit brauchen wir hier oben ein 64 von diesen Teilen, die uns quasi dann die Salzsäure herstellen. Endgültig. So. Das heißt, wir brauchen nie mit dem Purified Water hier oben noch, aber das kriegen wir dann auch noch bei Gelation halt hin. So, wir haben mal ein bisschen Platz, damit wir den Abtransport halt quasi sauber realisieren können. Obwohl wir den Abtransport können wir ruhig nach innen legen. Was muss ich denn hier ranliefern? Moment, ich will... Wo ist sie denn? Da ist sie. Sulfuric Acid will ich machen. So, ich brauche 2 Flüssigkeiten, die ich anliefere und eine Flüssigkeit, die ich ausliefere. Das Ganze brauche ich hier in dem Bereich 64 mal. Das heißt, ich kann mir ein bisschen Platz lassen dabei. Dann bauen wir das mal ein bisschen höher. Sondern die 2 Leitungen ohne Probleme durchkriegen. So. Ja. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pro Reihe heißt, ich könnte noch. Ein bisschen Platz gewinnen. Ich müsste das jetzt rein theoretisch gleichmäßig in der Mitte stehen, so ein bisschen. So. 8 pro Reihe heißt, dann haben wir hier 16. Und jetzt kommt der große Trick. Wenn wir das hier 2 3 den wir übereinander stellen, haben wir genau 64 Stück. So, das sollte jetzt hier überall dazwischen der gleiche Platz sein. Könnte sein, dass das hier irgendwie ein schmaler aus als das hier. Gehen wir gleich mal aus. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nö. 1, 2, 3, 4. Ja. Das muss, glaube ich, sogar 4 sein, damit ich da nicht ins Gehege komme mit den anderen Flüssigkeiten. So, gut. Heißt also, wir wollen hier jetzt wie viel Säure herstellen. Man kennt es, man will es. Man muss es. So, das heißt so. Also irgendwie Purified Water reinkriegen. Sollte aber sich dann eventuell auch nicht als allzu kompliziert herausstellen. Und hier haben wir quasi dann die Verteilung der generellen. Wieder zweimal geklickt. Schwefelsäure, Schwefeldioxingas. So. Wäre es fast clever gewesen, wenn ich das da oben so ein bisschen diagonal stelle, damit wir nämlich nicht verkehrt werden zusammenbringen. Mal gucken, wie das hier läuft. So, das heißt, ich muss jetzt hier, da mache ich den 2, hier mache ich den 1, hier mache ich den 2, da mache ich den 1, ne? So. Wenn ich hier das machen will. Das hier rein. So. Der Krempel muss da rein. Wie passt das denn da oben? Dann ist das hier dann wieder Wasser. Ah, das haben wir genau andersrum hier gemacht. Warte.
Jetzt noch beim Museum bauen. Komm, ich gehe noch oben her. Obwohl, nee, komm, ich baue das hier einmal fertig dann nachher und dann wird es schon schief gehen. Und dann müssen wir uns bloß Gedanken bei Horus Purified Water herkriegen. So, das rote Zeug haben wir hier ja schon mal in Massen. Das liefern wir da an. Hier haben wir uns auch nicht zugemauert. Purified Water. Da drüben liegt sogar rum, ne? Nee. Anbieter? Doch, das ist ein Anbieter, ne? Für Purified Water hier. Da drüben liegt sogar Massen rum, der Scheiß. Oder naja, Massen jetzt auch nicht unbedingt, aber es liegt da rum. Wir könnten Water Purification aufbauen, dann haben wir es hier selber, aber das ist ja Quatsch. Eigentlich. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so quatschig ist, ne? Momentan habe ich es nicht über. Ich weiß aber nicht, ob ich es später über haben werde oder Massen über haben werde. Die Dinger sind leer hier. Wir können jetzt hier nochmal sozusagen auch diese Gase abtransportieren, ne? So ähnlich wie hier, das da dran bauen. Passt ja da auch dran. Dann müssen wir hier nochmal so einen Gasbahnhof bauen, der auf der Seite dann steht. Weil, oder der hier steht, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Wir müssen es wahrscheinlich durchziehen bis hier hin. Jetzt glaube ich 1, 2, 3, 9, 10. 10? Weniger als hier. Also hier hätte man nochmal die Möglichkeit, so viel Gas uns zu beschaffen und dann hier oben mal irgendwie die Produktion von irgendwelchen Materialien ein bisschen ankurbeln, dass wir hier an das Gas kommen, dass hier sozusagen die Massen hergestellt wird. So. Ja, und das hier könnte man eigentlich dann auch mal irgendwie zu Schwefel machen, aber naja, gut. Sieht schön aus, oder hier baut er. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich persönlich habe jetzt natürlich so ein bisschen Drang an der Switch zu spielen. Wer möchte es nicht, wenn er was Neues hat, ne, dass er erstmal dran rumfummelt. Klingt jetzt falsch, falscher als eigentlich auch gewollt, aber naja, gut, Entschuldigung. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Eigentlich wäre es cool, wenn der da steht, ne? Cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das sind ja 9. Er kann ihn da nicht zählen. Weit zu viel wieder sein. Das ist ja nicht schlimm. Ist eigentlich ja nicht schlimm. Nee. Nicht schlimm. Weg damit. So, dann machen wir hier das mit dem Purified Water und von der Seite kommt dann andere. Dann muss er das Purified Water Bus hier irgendwie hochkriegen. Oder die Water Purification oder irgendwie, wo ich es herstellen kann. Wie brauche ich denn dafür? Voll teuer? Purified? 40. 40 für 60. Mir fehlt eigentlich. Könnte interessant werden. Na. Okay, also auf jeden Fall haben wir schon wieder bewiesen, dass wir nicht zählen können. Super. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis dann. Tschüss.